Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play, Freunde. Assassin's Creed Black Flag ist mit am Start. Und in dem Spiel sind zwei Discs enthalten. Die erste natürlich die Story, das was wir jetzt spielen. Und die zweite ist so ein Multiplayer-Teil, wo man auch trainieren kann. Und die habe ich jetzt schon mal privat für mich durchgespielt. Also ich weiß jetzt schon mal in etwa, wie das aussehen wird nachher. Ich denke mal, die Grafik hier im Spiel wird anders sein als bei dem Training, denke ich jetzt mal. Und wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Neues Spiel starten. Los. Bitte. Ich will starten. Starten. Ich kann es kaum erwarten, Leute. Ich kann es echt kaum erwarten, dieses Spiel endlich zu spielen. Los. 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 Bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Lade schneller. Ich habe einen kleinen Ton, leise Ton. Ich weiß nicht, was das ist. Hört ihr das auch? Ihr hört wahrscheinlich meine Xbox gerade rumquillen. Der Lüfter ist da nämlich ein bisschen kaputt. Ein bisschen kaputt. Leute, ich will jetzt endlich spielen. Das ist genauso schlimm wie mit Disney Infinity. Da dauert der Ladescreen genauso lange. Und das ist schon mal ein dicker Minuspunkt. Komm schon. Lade schneller. Oh, jetzt endlich. Ubisoft präsentiert. Okay, Kamerasteuerung. Alles klar, wir sind gerade mitten im Geschehen. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Was muss ich machen? Das Ruder des Schiffs erreichen. Okay, da unten ist die Karte. Okay, die sehe ich auch jetzt. Okay, wir müssen jetzt da lang. Mein Gott. Boah. Vorsicht. Ich kann Steuer. B, Steuer übernehmen. Oh Gott, nein, oder? Kanonen abfeuern. Um Ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie LT und bewegen Sie R zum Zielen. Drücken Sie dann auf RT, um zu schießen. Okay, das ist schwierig. Ah, okay, doch nicht so schwierig. Jawoll! So geht das. Uiuiuiui. War das gerade die Stimme von Anakin? Oh, schneller, einmal rum, wenden, wenden, jawoll! Ach du heilige Scheiße. Boah, ich muss hier wirklich alles komplett alleine machen. Das ist tatsächlich die Stimme von Anakin. Leute, Wände. Oh mein Gott. Wände schneller, die sind hinter mir. Oh, das war schön. Ah, scheiße, die haben uns auch getroffen. Ah, mittendrin. Yes, haben wir.
Was das? Das Magazin ist explodiert! Das war ein böser Assassine. Böse. Ist es gefährlich? Edward, die Freibeuterei, ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicher das Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Versprich es. Du sollst es versprechen. Er hat es nicht versprochen. Okay, wir sind unter Wasser. Alles klar. Okay, das Ufer erreichen. Linken Stick benutzt, um zu schwimmen. Habe ich schon rausgefunden. Und das mit der Kamerasteuerung haben wir jetzt auch schon mittlerweile rausgefunden. Okay. Wo soll ich denn hin? Wo ist das Ufer? Okay, ich schwimme jetzt mal nach da. Ne, schlechte Idee. Wir schwimmen nach da, wir nehmen den kürzeren Weg natürlich. Probier's mal nach da, hier so durch. Geht das? Nein, okay. RT halten, um schneller zu schwimmen. Ah, okay. Kann er das eigentlich dauerhaft machen, dieses schneller Schwimmen? Das würde mich interessieren. Oder ist da irgendwann die Ausdauer ausgebraucht? Aufgebraucht, meine ich. Das würde mich interessieren. Scheint aber nicht so zu sein. Los! Schwimm zum Ufer! Schwimm, solange du noch kannst! Woll! Haben wir reicht! Lustig, gell? Was für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch geraten geht? 100 Escudos. Lustig. Ich hole ich mir Früchtchen. Okay, ich denke mal, dass wir den verfolgen müssen. Aber ja, Freunde, ich lasse den ersten Part jetzt mal für hier stehen. War interessant,
Allerdings muss man sagen, der Einstieg, man weiß nicht genau, was man damit anfangen soll, weil ich habe in Assassin's Creed selbst noch nie gespielt. Ich habe es einmal gesehen, nur mal kurz zugeschaut. Ich weiß über das Spiel gar nichts, wirklich gar nichts eigentlich. Aber ja, Freunde, das war der erste Part und gleich geht's weiter mit Part Nummer 2, wo wir dann den Assassinen finden müssen, Edward Kenway. Warte mal, ist der Edward Kenway? Ja, okay, egal. Wir müssen auf jeden Fall den Assassinen finden und das passiert in Part Nummer 2. Bis dahin, haut da rein und Peace, Leute.